ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Heute ist in Deutschland ein Urteil ergangen, das diese Welt nicht unbedingt besser, aber zumindest ein wenig gerechter macht. Diktatoren wie der syrische Machthaber Assad sind immer noch an der Macht, aber ihre Verbrechen können dennoch gesühnt werden. Die Fotos dieser Verschleppten und Verschollenen erinnern daran. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 sollen fast 15.000 Menschen zu Tode gefoltert worden sein. 100.000 gelten bis heute als vermisst. Und das sogenannte Weltrechtsprinzip macht es möglich. Egal wo auf der Welt Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden, sie können aufgeklärt und die Täter vor einem Gericht bestraft werden. Das ist jetzt in Deutschland zum ersten Mal geschehen. Christoph Kehlbach. Stiller Protest gegen staatliche Willkür in Syrien. Angehörige von Opfern des Assad-Regimes erinnern heute vor dem Oberlandesgericht an die vielen, die immer noch verschwunden sind. So wie der Onkel von Sama Mahmoud. Im Jahr 2012 verschleppte ihn der syrische Geheimdienst. Seitdem wissen wir nichts von meinem Onkel. In Syrien gibt es auch keinen genauen Grund, warum man verhaftet wird. Bis jetzt bekommen wir einfach widersprüchliche Nachrichten, dass mein Onkel lebt und manchmal, dass er gestorben ist. Auch er war Opfer, nun ist er Nebenkläger, Wasim Mukhtar. Die Staatsfolter in Syrien, um die es im Prozess geht, hat er am eigenen Leib gespürt. Er saß in dem berüchtigten Gefängnis Al-Khatib, dem Gefängnis der Geheimdienstabteilung 251. 87 Personen in einer Zelle von 22 Quadratmetern. Wir könnten nicht gleichzeitig schlafen. Wir mussten abwechselnd schlafen, in Schichten. Und das Licht war immer an in unserer Zelle. Wir konnten nicht unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Anwar R. soll dort die Aufsicht gehabt haben, der Hauptangeklagte von Koblenz. Wasim Mukhtar sagte im Prozess als Zeuge aus. Er schilderte, was ihm angetan wurde. Ich wurde auch einmal mit einem Gewehr hier in meinem linken Brust geschlagen und mehrere Rippen sind gebrochen und immer noch spüre ich das und das manchmal schmerzhaft. Heute war er im Verhandlungssaal, als Anwar R. verurteilt wurde. Lebenslange Haft unter anderem wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit und Mord in 27 Fällen. Ihm sei zuzurechnen, was 2011 und 12 in dem Gefängnis geschah. Vergewaltigungen, Schläge mit Kabeln und Stöcken und Elektroschocks seien an der Tagesordnung gewesen. Die Verurteilung war auch möglich, weil von einem ehemaligen Militärfotografen herausgeschmuggelte Fotos als Beweismittel dienten. Die Richterinnen und Richter sorgten mit dem Urteil für ein juristisches Ausrufezeichen, das auch für kommende Verfahren zu Syrien eine wichtige Rolle spielen dürfte. Der Senat hat festgestellt, dass das syrische Regime ab Ende April 2011 einen sowohl systematischen als auch ausgedehnten Angriff gegen die eigene Bevölkerung geführt hat. Anwar R. flüchtete nach Deutschland. Hier nahmen die Behörden ihn 2019 fest. Wegen des sogenannten Weltrechtsprinzips konnte er nach dem Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland angeklagt werden. Der Menschenrechtsanwalt Mohammed Al-Abdallah sieht das heutige Urteil aber auch zwiegespalten. Die Verurteilung des Haupttäters sei zu begrüßen, aber viele Beweismittel stammten von kleinen Fischen, Deserteure, die dann selbst angeklagt wurden. Das wiederum würde potenzielle Zeugen abschrecken. Es ist ein Rückschlag, ein Problem. Viele Leute sagen, ich mache das nicht mit. Ich behalte die Informationen für mich, vernichte vielleicht sogar Beweise und teile sie nicht mit euch. Die heutige Verurteilung des Hauptangeklagten Anwar R. aber war für die Nebenkläger ein Grund zur Freude, auch wenn das Verfahren wohl in die Revision gehen wird. Und zu dem Koblenzer Urteil hat Frank Bräutigam, Leiter unserer Rechtsredaktion, diese Meinung. Mehr als 5,5 Stunden habe ich heute im Koblenzer Gerichtssaal gesessen. Bis ins letzte Detail beschrieb die Richterin, wie die Opfer gefoltert und getötet wurden. Unerträglich schon beim Zuhören. Einige von ihnen saßen nur ein paar Stühle weiter. Mir fiel auf, wie sie immer wieder genickt haben. Ja, sie haben das genau so durchlitten. Als das Urteil dann aber gesprochen war, sagten mir viele von ihnen, das ist heute ein guter Tag. Und damit haben sie recht.
Ich fand beeindruckend, wie sehr Sie Ihre Hoffnung hier in Deutschland auf einen funktionierenden Rechtsstaat gesetzt haben. Die Justiz hat diese Hoffnung nicht enttäuscht, sondern ein echtes Mammutverfahren gut zu Ende gebracht. Aber muss man denn Folter in Syrien vor einem deutschen Gericht aufklären? Nun ja, vor dem Internationalen Strafgerichtshof geht das nicht, unter anderem, weil Russland das blockiert. Wenn dann eine Situation entsteht wie hier, Opfer und Täter treffen in Deutschland aufeinander, es ist rechtlich möglich und es gibt Beweismittel, dann hat gerade Deutschland eine historische Verantwortung. Das Gericht hat übrigens betont, der Angeklagte sei kein kleines Rädchen gewesen. Trotzdem darf man auch nicht naiv sein. Die ganz großen Räder wird man nur schwerlich vor ein Gericht bekommen. Bei manchen Abläufen in diesem wichtigen Prozess, da war noch Luft nach oben. Musste zum Beispiel wirklich erst das Bundesverfassungsgericht anordnen, dass syrische Journalisten im Zuschauerraum die arabische Übersetzung im Saal mithören dürfen? Öffentliches Interesse, auch internationales, ist nichts Bedrohliches für die Justiz, sondern wichtig. Aus diesen Erfahrungen kann man lernen für die nächsten ähnlichen Verfahren, die schon in Sicht sind. Dann kann es weitere gute Tage geben. Die Meinung von Frank Bräutigam. Selten war so wenig Vorfreude. Ohnehin hatten viele ein mulmiges Gefühl, als die Olympischen Winterspiele nach China vergeben wurden. In ein Land, das Menschen kontrolliert, bespitzelt und wegsperrt. Und nun auch noch Omikron. Eine so ansteckende Virusvariante können selbst die Chinesen nicht fernhalten, auch wenn sie es mit aller Macht versuchen. In China werden ganze Städte dicht gemacht, sobald auch nur ein einziger Fall auftritt. Wie also soll das gehen, wenn morgen in 3 Wochen die Spiele beginnen und tausende Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt ins Land kommen? Mit noch mehr Kontrolle, noch mehr Regeln und Abschottung? Über Olympische Spiele auf dünnem Eis. Tamaro Anthony. Hier ist das Leben noch in Ordnung. In Peking vergnügen sich die Menschen auf dem Eis. Eine Mischung aus Schlittschuh und Autoscooter. In China hat das Tradition. Hier können Sie Covid fast vergessen. Ich denke, hier draußen zu sein ist okay. Außerdem hat Peking bisher vorbildlich die Pandemie bekämpft. Solange die Leute weiter aufpassen, sollte alles okay sein. Ich habe großes Vertrauen in China. Doch nur 135 Kilometer vom Olympia-Austragungsort entfernt ist das Leben ein anderes. Seit Montag ist die 14-Millionen-Stadt Tianjin im Lockdown. Die erste Stadt in China, so heißt es offiziell, die von Omikron betroffen ist. Und fast täglich kommen nun weitere Städte dazu. 500 Kilometer entfernt die Stadt Anyang. 2 Omikron-Fälle führten hier zum Komplett-Lockdown. Online-Medien verbreiten Videos von Schülern auf dem Weg in eine Isolationseinrichtung. China hält weiter an seiner Null-Covid-Politik fest. Doch Wissenschaftler bezweifeln den Erfolg. Man hat das ja durch eine ganz rabiate Politik immer noch aufrechterhalten, dass man also ganze Millionenstädte abgeriegelt hat bei ganz wenigen Fällen. Das kann man noch eine Weile durchhalten, aber die Frage ist, wie lange noch? Denn die Omikron-Variante macht gerade ihren Siegeszug einmal rund um den Globus und wird also auch vor China nicht Halt machen. Nach offiziellen Angaben sind zwischen 80% und 90% der Bevölkerung in China 2-mal geimpft. Allerdings nur mit dem einheimischen Impfstoff. Ein Totimpfstoff, der nach Expertenmeinung nur begrenzten Schutz gegen Omikron bietet. Alle ausländischen Vakzine sind nicht zugelassen, vor allem aus Prestigegründen. China will einen eigenen mRNA-Impfstoff entwickeln, bisher allerdings ohne Erfolg. Zurück nach Peking. Morgen in 3 Wochen eröffnen hier die Olympischen Winterspiele. Omikron könnte sich dadurch weiter verbreiten. Deswegen sind alle Austragungsorte abgesperrt und streng überwacht. Die Dörfer rund um die Olympiapisten sind vorsichtshalber im Lockdown. Verschlossene Tore. Auch ein Interview auf die Ferne ist hier nicht erwünscht. Selbst Dorfbewohner müssen vorab nach einer Genehmigung fragen, wenn sie hier rein wollen. Wir sind schließlich mitten in einer Pandemie. Zwischen normalem China und Olympiablase ein Covid-Sicherheitsabstand. Niemandsland, das keiner betreten darf. In der Medienkantine alles automatisiert. Möglichst wenig Chinesen sollen den Olympiabereich betreten.
Im Fernsehen wird gewarnt, auch Busse, die Sportler zu den Austragungsstätten transportieren, seien eine Gefahr. Selbst bei einem Unfall, so die Anweisung der Pekinger Regierung, solle nicht geholfen werden. Pandemiebekämpfung steht schlicht über allem. Die Nervosität in China angesichts von Omikron vor den Olympischen Spielen steigt. Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch geht in Peking in seine vierten Winterspiele und ist uns jetzt aus seinem Trainingslager in Oberhof zugeschaltet. Hallo, guten Abend, Herr Loch. Schönen guten Abend, hallo. Ja, China ist zu einer hygienischen Hochsicherheitszone geworden. Freuen Sie sich diesmal auf die Spiele? Ja gut, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wir waren ja schon im November dort zum Training und zu unserem ersten Weltcup. Und es waren einfach ja wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen. Die Chinesen verfolgen ja ihre ja, Null-Covid-Strategie und versuchen dort ja alles ja, zu testen und jeden zu testen. Und das ist wirklich, war schon, sage ich mal, sehr, sehr wild. Und ja, ich habe jetzt ja schon ja, einige Olympische Spiele erleben dürfen und wirklich auch sehr, sehr schöne Spiele erleben dürfen. Und deswegen bin ich jetzt halt, ja, schon sehr, sehr vorsichtig. Und ja, mir tut es eigentlich auch, sage ich mal, für die Sportler, sage ich mal, ja, leid, die zum ersten Mal Olympia erleben dürfen, weil sie einfach das, sage ich mal, nicht so, sag ich mal, bekommen oder sehen, wie es ich schon erlebt habe. Und es kann natürlich auch sein, dass so ein Athlet nur einmal Olympia erlebt und dann so. Das macht mich eigentlich sehr, sehr traurig und ja, auch irgendwo dann in dem Fall, wenn es da wirklich jemand so, so greift, ist das einfach ja sehr, sehr tragisch. Und jetzt haben Sie wahrscheinlich auch ein mulmiges Gefühl, weil die Chinesen deutlich strenger testen als noch zuvor, oder? Richtig, ganz genau. Die Chinesen testen ja oder nehmen ja diesen CT-Wert bis 40. Wir in Deutschland, glaube ich, wenn ich jetzt richtig bin, bis 35 oder 36. Und ja, ich hab's, oder mich hat es leider heuer schon einmal gegriffen. Ich war kurz vor Weihnachten positiv, konnte das letzte Weltcuprennen nicht mitfahren. Und deswegen bin ich jetzt schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dann, wenn es darum geht, wenn wir darüber fliegen, schon nervös, dass da auf jeden Fall alles passt. Nicht nur, dass ich ja, in Deutschland negativ bin, sondern vor allem, wenn wir drüben landen und dort getestet werden. Weil das wäre für mich, sage ich mal, so das Worst-Case-Szenario. Ich fliege in Deutschland negativ weg und muss dann in China positiv ins Quarantänehotel. Und ja, dann sind im Endeffekt, gehe ich mal stark davon aus, die Olympischen Spiele für mich gelaufen. Und ja, das möchte ich auf gar keinen Fall erleben. Die Chinesen sind ja extrem vorsichtig. Und wir haben es im Film gesehen, dürfen noch nicht einmal helfen, wenn jemand in Not gerät. Haben Sie das auch so erlebt, als Sie da waren? Ja, ganz genau. Das waren so, ich würde fast sagen, befremdliche Gefühle. Wir haben oft mal die Probleme, wenn man im Auslauf mal oder wenn man, ja, wenn man während der Fahrt Probleme hat und kommt im Auslauf nicht ganz hoch, dann stehen in der Regel im Auslauf ja, Helfer, sage ich mal, die einen aus der Bahn raushelfen. So war es in China auch. Und ich habe es einmal live miterlebt, wo, ich sage jetzt mal, eine jüngere Athletin dort im Auslauf hängen geblieben ist. Direkt neben so ja, Chinesen, die normalerweise dort stehen, warum sie auch immer da stehen, weiß ich nicht, aber normalerweise würde man dann davon ausgehen, man hilft dieser Person, dass er aus der Bahn rauskommt oder dass sie aus der Bahn rauskommt. Die haben sich dann umgedreht und weggeschaut zur Wand, weil sie anscheinend, sage ich mal, den Auftrag oder ja, Befehl, wie man es jetzt auch immer nennen mag, bekommen hat oder bekommen haben, ja, nicht zu helfen, auf gar keinen Fall zu helfen, sondern man muss dann schauen, wie man irgendwie selber aus der Bahn rauskommt. Und sowas kenne ich überhaupt nicht. Normalerweise hilft man sich, unterstützt man sich, egal um wen es geht oder um was es geht. Nicht nur wegen der Pandemie, vor allem wegen der Menschenrechtslage haben mehrere Länder einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt, wie zum Beispiel die USA und Großbritannien. Und die Bundesregierung hat zwar keinen Boykott erklärt, aber die deutsche Außenministerin und die für Sport zuständige Innenministerin wollen auch nicht nach Peking fahren. Haben Sie Verständnis für einen diplomatischen Boykott?
Auf jeden Fall. Nur, sage ich mal, dieser diplomatische Boykott macht im Endeffekt Sinn, uns Athleten dort irgendwie, würde ich mal sagen, den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ihr müsst einen Boykott machen, dass sich dort was ändert. Das steht, denke ich mal, einfach nicht dafür, weil, wie wir es vorher auch schon hatten, viele Athleten haben halt wirklich nur einmal die Chance, zur Olympia zu fahren, und die wollen sie dort nutzen, und die Chance darf man ihnen meiner Meinung nach auch gar nicht nehmen. Man hätte schon vor vielen, vielen Jahren, wo es darum ging, Olympische Spiele dort ja in Peking stattfinden lassen zu wollen, einfach sich nicht dafür entscheiden dürfen, weil man hat schon aus vielen Jahren davor gesehen, dass ja auch sich nichts verändert im Thema Menschenrechte, im Thema, ja, was dort mit den ganzen Medien passiert. Und deswegen war es eigentlich schon im Vorhinein meiner Meinung nach ein bisschen klar, dass das wirklich sehr, sehr schwierig wird. Und was wir jetzt halt erleben mit Corona noch mit dazu, macht die ganze Sache nicht einfacher. Und deswegen der politische Boykott voll in Ordnung. Der ist, denke ich mal, definitiv richtig. Ich würde es auch begrüßen, wenn es ja, Deutschland genauso mitmacht, und alles andere, ja, muss die Politik regeln, und das können nicht wir Athleten machen. Sagt der Rodel-Olympiasieger Felix Loch. Wir danken für das Gespräch und drücken die Daumen. Alles Gute. Danke. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und die neue Folge des Tagesschau-Podcasts Mal angenommen würden wir Ihnen an dieser Stelle gern empfehlen. Mal angenommen, es gibt einen Olympia-Boykott. Ändert China dann seine autoritäre Politik, oder werden Sportler und Sportlerinnen um ihre Medaillen gebracht? Ein Gedankenexperiment. Sie ist mehr als ein Gedankenexperiment, doch mehr als ein Austausch von Gedanken nun auch wieder nicht. Und manche kommen gar langsam auf den Gedanken, dass sie vielleicht gar nicht mehr kommt. Die Impfpflicht. Heute im Bundestag hatte der Gesundheitsminister noch einmal deutlich dafür geworben. Wie die Impfpflicht allerdings konkret aussehen sollte, das sagte auch Karl Lauterbach heute nicht. Und es wachsen nicht nur in der Politik die Zweifel. Moritz Rödel. Als Gesundheitsminister Lauterbach am Mittag ans Rednerpult im Bundestag geht, steht seine Botschaft fest. Eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene sei der beste Weg aus der Pandemie. Wir beenden damit vermeidbares Leid. Wir beenden damit einen Belagerungszustand unserer Gesellschaft durch ein Virus. Wir haben die Mittel in der Hand. Ob Lauterbach zu diesem Zeitpunkt schon von einem Interview der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats wusste? Die Medizinethikerin Büchs stellt darin den deutschen Bemühungen, die Impfkampagne auch ohne Impfpflicht zu beschleunigen, kein gutes Zeugnis aus. Wir haben der Politik ins Aufgabenheft geschrieben, was alles gemacht werden müsste, bevor eine Impfpflicht kommen könnte. Man müsste zum Beispiel noch viel mehr niedrigschwellige, flächendeckende Impfangebote haben. Eine echte zielgruppenspezifische Strategie aber wurde bislang versäumt. Den Befürwortern einer allgemeinen Impfpflicht können solche Worte nicht gefallen. Und doch will der grüne Abgeordnete Dahmen darin keine Absage an eine Impfpflicht sehen. Dagegen halten will er trotzdem, die deutsche Impfkampagne sei weiter als noch im vergangenen Jahr. Wir haben eine große Anzahl zusätzlicher Impfdosen beschafft, sehr viel mehr mobile Impfangebote in der Fläche in Deutschland geschaffen. Und mit dieser gemeinsamen Kraftanstrengung von Kommunen, Bund, Ländern sehe ich durchaus, dass wir jetzt an einem anderen Punkt auch der Impfkampagne sind, als wir das noch Anfang und Mitte Dezember waren. Doch das Interview ist in der Welt. Büchs spricht mit Blick auf Impfpflicht und Omikron-Variante außerdem davon, dass sich die Abwägung von Wissenschaft und Politik bei gewandelter Faktenlage nochmal ändern könne. Die Gegner der allgemeinen Impfpflicht fühlen sich bestätigt. Ich bin froh, dass wenigstens der Ethikrat jetzt erklärt hat, argumentieren ist besser, als Menschen in Senkel zu stellen. Überzeugen ist besser als verpflichten. Und man hört in ihren Worten schon, dass die Skepsis, was eine allgemeine Impfpflicht angeht, eher gewachsen ist. Der Weg aus der Pandemie also weiter offen. Das Ziel aber klar. Und da sind sich FDP, Grüne und SPD auch ziemlich einig. Wir müssen alles daran setzen, dass es kein viertes Jahr mit ähnlicher Bedrohung für unsere Gesellschaft mehr gibt. Dafür wird unsere Bundesregierung alle notwendigen Voraussetzungen treffen. Ende Januar will der Bundestag weiter über die allgemeine Impfpflicht debattieren. Erst danach soll es verschiedene Anträge dazu geben. Und zum Impfen gab es heute noch eine Nachricht, auf die viele Eltern gewartet haben dürfte. Die Ständige Impfkommission empfiehlt nun die Auffrischungsimpfung auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.
Bilder wie dieses sind heute kaum noch zu fassen, auch wenn es schon 6 Monate zurückliegt. Das verheerende Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das mehr als 180 Menschen ihr Leben nahm, Tausenden das Obdach und große Teile ihres Hab und Guts. Auch hier in Erfstadt, wo sich durch die Flut ein riesiges Erdloch auftat. Direkt an der Abbruchkante lag ein Hof, auf dem 60 Pferde in ihren Boxen standen, als das Wasser kam. Die Tiere konnten gerettet werden, der Hof selbst aber wurde komplett zerstört. Wie sieht es dort jetzt aus, ein halbes Jahr danach? Unser Mittendrin-Team war unterwegs in Bad Münstereifel und auch in Erfstadt bei jenem Pferdehofbesitzer, der alles verlor und nach der Katastrophe völlig neu anfangen musste. Birgit Firnig und Jan Koch. Lange konnte Martin Spoh diesen Anblick nicht ertragen. Alles, was der 65-jährige Pferdezüchter und seine Familie über Generationen aufgebaut hatten, war vor genau 6 Monaten in einem riesigen Krater von der Flut weggespült worden. Ich kann es jetzt wieder sehen. Zwischendurch habe ich hier nur geholt. Aber ich kann es jetzt wieder sehen, aber jetzt im Moment ist es auch wieder so. Wenn ich in die Halle gucke, was haben wir hier für tolle Pferde gehabt und was haben wir hier erlebt alles in dieser Halle. Und jetzt ist das eben nur noch so ein leeres Ding. Ne? Und trotzdem fährt er jeden Tag zum alten Hof. Irgendwie zieht es einen schon hin. Wir haben hier weit über 40 Jahre wirklich alles aufgebaut. Und das war Herzblut. Und das lässt man nicht einfach so liegen. Es sind nicht nur Steine. Das ist mehr. Ne? Ist mehr. In Blessem ist ein Wiederaufbau im Augenblick nicht möglich. Aber die Familie und ihre Pferde, die zum Glück alle überlebt haben, haben einen neuen Hof gefunden in Altmorschenich, 30 Kilometer entfernt. Ein Geisterdorf am Hambacher Forst. Eigentlich sollte es dem Braunkohlebergbau weichen. Nach dem schnelleren Aus für die Braunkohle soll es nun aber doch nicht abgerissen werden. In einem verlassenen Reiterhof sind sie untergekommen. Spohs Schwiegersohn ist dankbar für die viele Hilfe, die das erst möglich gemacht hat. Ich war immer so, dass ich versucht habe, alles, was ich so gemacht habe, selber in die Hand zu nehmen. Aber es gibt einfach Situationen, und das habe ich jetzt daraus gelernt, das kann man nicht alleine schaffen. Der Neuanfang in einem dem Untergang geweihten Dorf, etwas Besonderes. Sie hoffen, dass sie bald auch wieder Nachbarn haben werden. Und auch Martin Spoh hat endlich wieder eine Perspektive. Ich war einfach nur in großer Trauer um das Lebenswerk und habe aber gar nicht gesehen, was auch noch alles Positives da ist. Es ist nicht nur Verlust, wir werden aus der Situation was machen. Die Familie würde gerne bleiben. Die Ereignisse jener Nacht vor 6 Monaten sind noch lange nicht verarbeitet. Aber so langsam kehrt auf dem neuen Hof Normalität ein, weit weg von der Erft. Dem Fluss, der auch hier durch Bad Münstereifel fließt. Gut 30 Autominuten von Erftstadt entfernt gilt, noch lange ist nicht alles beim Alten. Wo vor der Flutnacht eine florierende Altstadt viele Touristen anlockte, arbeiten die Einzelhändler noch immer daran, um wieder auf die Beine zu kommen. Einer von ihnen, André Königs. Mit seiner Frau betreibt er seit 2005 3 Kleidungsläden. Da sind ca. 300.000 Euro Ware weg. Und jetzt ist es so, dass wir nicht versichert waren, dummerweise. Und jetzt hilft aber der Staat auch dann mit ca. 80%. So, und wie gesagt, dann ist es auch schon eine Riesenhilfe. Aber es könnte alles schneller gehen. Jetzt seit 14.07. sind wir praktisch ohne Einkünfte. Ne? Also das ist schon, das zehrt an Nerven. Also das ist das, was schön zu wissen, dass was kommt. Aber es könnte langsam mal irgendwie, ich sag mal, diese Bürokratie erstmal weggelassen werden. Ne? Außerdem macht ihnen der Handwerkermangel zu schaffen. Sie hätten am liebsten schon gestern wieder aufgemacht. Denn klar war für ihn immer, er bleibt in seiner Heimat, startet nicht woanders neu. Genauso wie hier, im Friseurladen nur 2 Häuser weiter. Andrea Münster kam in Rekordzeit voran. Mit Hilfe ihrer Verwandten, Freundinnen und Freunde baute sie den Laden ihres Opas und Vaters wieder auf. Das sind halt die Kämme, die ich gefunden habe, Lockenwickler, alte. Diese Heizungsabdeckung, die habe ich auch extra mit Schlamm belassen, so als Zeichen. Und halt der Meisterbrief meines Vaters, der ja mal ursprünglich auch hier gehangen hat. Seit November kommen wieder Kunden. Das war finanziell und auch körperlich echt Arbeit. Also ich hatte was gespart, das konnte ich einlegen, weil versichert war ich ja nun mal schon mal gar nicht. Und mein Bruder ebenfalls, auch nicht versichert. Wir haben halt da alles Eigeninitiativ.
Auch durch diese Initiative kehrt in die Altstadt Bad Münstereifels langsam das Leben wieder zurück. Man weiß erst dann, was es wert war, wenn man es verloren hat. Ne? Also es wäre für mich sehr schlimm gewesen, wenn hier kein Friseur mehr drin gewesen wäre. Von daher, ja, vielleicht schätzen müssen, was man hat. Weil das hier war meine Kindheit. Ne? So braucht es noch viel Zeit, das zu verarbeiten, was vor einem halben Jahr passiert ist. In der ARD Mediathek können Sie eine ausführliche Dokumentation sehen mit dem Titel Zurück ins Leben, ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe. Härte zeigen, aber auch den Dialog fortsetzen. Das ist der Kurs, auf den die EU setzen soll im Umgang mit Russland. Das forderte Außenministerin Baerbock heute bei einem Treffen mit ihren europäischen Amtskollegen. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Baerbock warb beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister im französischen Brest für einen langen Atem bei Gesprächen mit Russland, auch wenn es derzeit kaum Bewegung im Ukraine-Konflikt gäbe. Die Außenminister verständigten sich darauf, Wirtschaftssanktionen gegen Russland bis mindestens Ende Juli zu verlängern. In der kommenden Woche will Baerbock persönlich zu einem Antrittsbesuch nach Moskau reisen. Wirtschafts- und Klimaminister Habeck will erreichen, dass Deutschland unabhängiger von Rohstoffimporten wird. Dafür müssten die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut werden, nicht zuletzt von den großen Energiekonzernen wie E.ON und RWE. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Energie wird in jedem Fall etwas sein, was Deutschland reichlich brauchen wird. Für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und den Umbau derselben hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Daher sind Aktien von Unternehmen, die in der Energiebranche tätig sind oder die Wandlung hin zu erneuerbaren Energien betreiben, durchaus gefragt. Wie zum Beispiel RWE. Einst in Sachen Klima eines der schmutzigsten Unternehmen Europas, soll RWE einer der größten Konzerne für erneuerbare Energien werden. Und hat vergangenes Jahr eine grüne Investitionsoffensive angekündigt mit einem Volumen von 50 Milliarden Euro. Investiert werden soll in Sonne und in Wind. Auch Konkurrent E.ON baut das Geschäft mit erneuerbaren Energien aus und steigt bei einem norwegischen Wasserstoff-Startup ein. Viele Unternehmen in Deutschland setzen auf Klimaneutralität. Anlegerinnen und Anleger machen Druck, indem sie Kapital geben oder entziehen. Der britische Prinz Andrew, Sohn von Königin Elisabeth II., verliert alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften. Das teilte der Buckingham-Palast am Abend in London mit. Andrew war mit dem Versuch gescheitert, eine Missbrauchsklage gegen ihn in den USA abzuweisen. Ihm wird sexueller Missbrauch im Zusammenhang mit der Affäre um den verurteilten amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorgeworfen. Zum 10. Jahrestag des Unglücks der Costa Concordia wird auf der italienischen Insel Giglio der Opfer gedacht. Um Punkt 21.45 Uhr, dem Zeitpunkt, an dem das Schiff einen Felsen gerammt hatte und anschließend voll Wasser lief, ertönten Schiffssirenen und läuteten Kirchenglocken. 32 Menschen starben bei dem Unglück. Der Kapitän wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt. Forschende des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts haben in der Antarktis das vermutlich größte bisher bekannte Fischbrutgebiet der Welt entdeckt. In 400 bis 500 Metern Tiefe befinden sich demnach auf dem Grund des Weddellmeeres etwa 60 Millionen kreisrunde Steinnester von Eisfischen. Der Fund bestärkt die Wissenschaftler darin, ein Meeresschutzgebiet für die Region zu fordern. Der Filmemacher, Schriftsteller und Maler Herbert Achternbusch ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren. Achternbusch machte sich vor allem in den 70er Jahren mit Autorenfilmen einen Namen, in denen er sowohl die Kirche und die Gesellschaft als auch seine Heimat Bayern kritisierte und provozierte. Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Gäbe man ihn allerdings in die Hände einer besonderen Künstlerin, dann erzählt sogar dieses praktische Stück Plastik eine eigene Geschichte. Denn in allen Dingen schläft ein Lied. Nevin Alada vollbringt das Kunstwerk, sowas zu neuem Leben zu erwecken und scheinbar Schlichtes zum Schillern zu bringen. Wie das klingt, kann man nun in einer Münchner Ausstellung erfahren. Und die legt Ihnen Angelika Kellhammer an Herz und Ohr.
Wie klingt Berlin-Marzahn? Wie verzaubert man Orte, damit sie nochmals von der Kindheit erzählen? Die Künstlerin Nevin Alada bringt die Instrumente. Spielen tun Orte und Dinge selbst. Also tatsächlich sind es ja Alltagsgegenstände, die uns umgeben und die ja sonst, wie soll ich sagen, kein Recht der Sprache haben bisher. Und durch dieses additive Hinzufügen von unterschiedlichen Instrumentenseiten oder Fällen oder Glocken erlangen sie quasi eine eigene Sprache oder können was erzählen von dem, was sie Tag ein, Tag aus beobachten. Ein Sessel etwa, als Armlehnen-Sesselgitarre, könnte er mit dem auf ihm Sitzenden ins Gespräch kommen. Was für eine schöne Vorstellung, Dingen eine Sprache zu schenken, die sie von ihrer bloßen Nutzbarkeit erlösen. Eine Lampenharfe, ein Staubsaugerblasrohr, eine Cellokommode. Und die Welt hebt an zu singen, vielleicht schon im nächsten Augenblick. In dem Video Session führen Instrumente durch die Wüstenstadt Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Instrumente hat Alada vor Ort gesammelt. Sie stammen zum Großteil von Migranten. Und das fand ich eigentlich dann auch sehr interessant, dass diese Instrumente im Prinzip natürlich die Kultur mittransportieren und gleichzeitig eben auch migriert sind und sich jetzt in diesem Klima, also tatsächlich in dieser Umwelt, behaupten müssen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil dadurch wurden sie tatsächlich zur Stellvertreterin der Menschen, die sie sozusagen in das Land gebracht haben. Zeichen und Dinge. Wir ordnen sie oft nach ihrer vermeintlichen Herkunft, Orient oder Okzident. Was aber, wenn ein arabischer Teppich auch ein Basketballfeld ist? In den Social Fabrics, übersetzt soziales Gewebe, geht ein Begriff wie Herkunft in etwas Größerem auf. Wie in einer funktionierenden Gesellschaft. Was ich total interessant finde an dieser Arbeit, ist, dass eben so ein Tretfort aus Irland neben so einem schönen Teppich aus dem Iran oder einem Kilim aus der Türkei oder aus Indien stehen kann oder neben so einem günstigen Teppich, so einem industriell gefertigten Teppich, Messeteppich, und das Gesamtbild im Prinzip dann eine Einheit bildet und zusammengehört und nicht ohne einander denkbar ist. Jeder hat seinen eigenen Klang, sagt Alada. Aber zusammen sind wir eine ganz andere, neue Komposition. Die Ausstellung in der Villa Stuck in München ist noch bis zum 20. Februar zu sehen. Und uns bleibt die Frage, wie klingt's Wetter, Sven? Wie es klingt? So. Aber nur im Nordosten. Da ist einiges an Wind. Also das war mein persönlicher Versuch, Wind darzustellen. Im Nordosten gibt es viel davon. Sonst ist alles ziemlich ruhig bei unserem Wetter. Und man kann hier mal auf das Satellitenbild schauen und sieht trotzdem die Unterschiede. Teilweise sehr sonnig. Der Bällchen im Schwarzwald, 8 Stunden 49 Minuten Januarsonne. Sylt überhaupt keine Sonne. Gestern allerdings schien sie dort 4 Minuten oder vielmehr 4 Stunden. Das haben wir hier auch draufgeschrieben. Da können Sie es schön lesen. Da frage ich nochmal den Kollegen. 4 Stunden und 35 Minuten. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil Uwe Schmale gestern eine ganz tolle Aufnahme hat machen können. Und bei so einem ruhigen Wetter gucke ich immer sehr gerne Fotos. Und da kann man ein bisschen was dazu erklären. Denn was Sie hier sehen, sieht aus wie ein Regenbogen. Aber die erste Frage ist, wo sind die Farben? Das ist ein Nebelbogen und der erscheint weiß. Man sieht hier im Umfeld noch ein bisschen Nebel. Und was passiert? Die Tröpfchen sind sehr klein. Das sind diese Nebeltröpfchen, 50 bis minimal dann 5 Mikrometer. Und dann greifen auch Beugungseffekte. Das heißt, es wird einfach nicht nur eine Zerlegung durch Brechung erfolgen, die dann die Farben herwirft, sondern die Beugung vermischt alles wieder. Und dann wird alles überlagert. Das Ergebnis ist weiß und Sie haben einen weißen Bogen. Gucken wir in die Nacht hinein, wettermäßig in der Nordhälfte weiterhin sehr trüb, vereinzelt auch dann morgen Vormittag ein bisschen Nieselregen. Sie sehen hier noch eine Zone speziell am Rhein, wo der Nebel recht zäh ist. Ansonsten gibt es häufiger den Sonnenschein, vor allen Dingen in den Bergen.
des Südens, manchmal auch der Mitte bis zur Eifel etwa rauf. Temperaturen in der Nacht im Süden minus 3 bis minus 8, sonst 6 bis 7 Grad plus im Norden unter diesen Wolken. Da gibt es morgen Nachmittag auch 6 bis 9 Grad. Nach Süden 0 bis 5, in mittleren Höhenlagen um 1000 Meter bis plus 7 Inversionswetterlage. Und dann sieht man am Wochenende viel Grau, am ehesten ein wenig Sonnenschein im Süden. Karin. Vielen Dank, Sven Plöger. Hier geht es jetzt weiter mit Satire und Dieter Nuhr um 0.05 Uhr. Begrüßt Sie heute Julia Niharika-Senn zum Nachtmagazin und uns gibt es morgen wieder. Bis dann. Wiedersehen.